Ich war irgendwann mal so 16, dann durfte ich in die Kneipe gehen und das, da sagen die Leute, die das Leben original erkannt haben, die haben Sachen versucht, die sie nicht geschafft haben. Ja, es hat einer einen Witz erzählt, der war gar nicht so gut, aber da kam eine Antwort, die war Weltklasse. Pass auf, der Typ sagt, Markus, pass auf, eine Frau geht zum Frauenarzt und sagt, immer wenn ich pinkel, verliere ich Briefmarken. Der Frauenarzt sagt, ja, das sind Chiquita-Bananen-Aufkleber. Ne? So geht der Witz. Aber da saß einer, haha, die hat die Schale mitgegessen. Ja. Und gute Witze hörst du nur in der Kneipe. Ist wie so, hör mal die Tür öffnen, Manuel, danke, Manuel. Ja? Oder hast du jetzt eine feste Freundin, na immer noch die Wabblige? Ich habe immer so eine Top 3 meiner Lieblingswitze mit. Pass auf Platz 3 ist einer, den habe ich von Jürgen von Lippe gehört. Der war Weltklasse. Pass auf. Ein Biber geht so am Fluss vor, so ein bisschen drum, sieht einen Hasen, der Hase ist am Kiffen. Der Biber so, hör mal Hase, bist du am Kiffen? Das ist richtig. Gib mir was ab. Nee, ich hab nur noch für einen Monat was, das geht nicht. Dann lass mich wenigstens ziehen. Ja, pass auf, Biber, sagt er. Du kannst einmal ziehen, aber geh direkt, nachdem du gezogen hast, in den Fluss rein, auf der anderen Seite gehst du wieder raus und atmest aus. Dann knallt das richtig. Der Biber, jo, ist eine gute Idee. Er zieht in den Fluss, auf der anderen Seite kommt er wieder hoch. Alter Falter. Das knallt. Guck, da sieht ein Nilpferd. Das Nilpferd, hör mal, Biber, hast du gekifft? Hm? Gib mir was ab. Ich hab nichts mehr, aber der Hase, der hat einiges noch. Also, geh rüber, der lädt dich ein. Ne? Nilpferd rüber, auf der anderen Seite kommt er hoch, sagt der Hase, Biber, ausatmen! Ausatmen! Auf Platz 2. Ich liebe solche Witze. Total geil. Ich erzähle manche Witze nicht. Ich habe eben schon erzählt, du kannst manche Witze nicht erzählen, wie zum Beispiel die beiden, ich habe einen Puff aufgemacht. Ja, und die Preise? Ja, oral 30, anal 50. Und normal habe ich noch keine Angestellten. Ja, dann überlegst du, ob du die machen kannst. Ne? Ja? Darum habe ich die nicht gemacht. Auf Platz 2. Auto wird angehalten. Sagt der Polizist, ihr Auspuff hängt runter, kostet 30 Euro. Oh, die wollten in der Werkstatt 250. Das geht. Ja? Und auf Platz 1 ist im Moment wirklich mein Lieblingswitz. Eine Frau geht in eine Zoofachhandlung und sagt zum Zoofachgeschäftsbesitzer, hallo, Zoofachgeschäftsbesitzer. Hören Sie mal, meine beiden Töchter, die sind jetzt so alt, die kommen erst spät nach Hause, die haben beide einen Job. Mein Mann, der kommt noch später nach Hause. Mir ist langweilig. Ich möchte ein Tier, mit dem ich reden kann. Jo, wir haben hier einen Papagei. Muss aber sagen, den haben wir aus dem Puff. Ja, also, der hat manche Sprüche, da sollte man vielleicht drüber weghören. Was kostet denn der? Der kostet 30 Euro. Dafür nehme ich den mit. Nimmt den mit nach Hause, macht das Verdeck hoch, der Papagei so. Neuer Puff. Neue Puffmutter, hey. Irgendwann kommen die beiden Töchter nach Hause, der Papagei so. Neuer Puff, neue Puffmutter, neue Nutten. Irgendwann kommt der Mann nach Hause. Hallo Jürgen. Vielen Dank.